Hallo Leute, herzlich willkommen zum fünften Vlog. Wir haben heute Freitag und ich bin gerade auf dem Feld. Hinter mir fährt der John Deere mit dem Karat, hatte ich euch ja im letzten Vlog auch schon gezeigt. Wir sind wieder am Ackern. Anfangs war für heute Regen gemeldet, aber das nur so ein bisschen Fisseln und ab und zu wieder Schauern. Dadurch hat das hier jetzt mit dem Ackern ganz gut funktioniert. Wir haben heute Morgen auch schon eine andere Fläche aufgezogen. Die werden wir dann voraussichtlich, je nachdem wie viel Regen es heute Nachmittag, heute Abend noch gibt, dann morgen mit der Kreiselecke nochmal fertig machen. Die Fläche, wo wir jetzt gerade mit dem Robert dran sind, ist dann schon komplett fertig. Hier vorne, so sieht das jetzt zurzeit aus. Wir haben hier auch wieder etwas sandigeren und leichteren Boden. Gestern Abend und gestern Mittag haben wir dann auch wieder Gülle eingearbeitet. Dieses Mal dann aber auf schwereren Boden, um die 14 Hektar. Da wollen wir die Tage auch noch gucken, aber da müssen wir gucken, dass das nicht zu nass ist. Mit dem Karat geht das zurzeit noch nicht. Aber vielleicht geht da was in Richtung Sonntag, Montag. Müssen wir dann auch noch mal gucken. Ja, hier die Fläche, das sind nur 3 Hektar. Das heißt, hier sind wir ungefähr 1,5 Stunden unterwegs. Und dann werden wir hier wahrscheinlich morgen früh oder morgen Nachmittag Mais säen. Und jetzt wollen wir gucken. Sehr wahrscheinlich gehen wir dann heute Nachmittag noch mal ins Holz, sodass wir das dann jetzt endlich wegkriegen. Ja, das jetzt soweit erstmal der Stand von heute. Bis dann erstmal. Hallo Leute, wir haben heute Montag. Ja, wir haben am Samstag noch die leichteren Böden eben kurz einmal mit der Kreiselecke außen rum und so weiter fertig gemacht. Da wurde dann Samstag und gestern auch schon gesät. Und gestern haben wir dann hier am Hof um die 6,5 Hektar mit unserem Kompaktor fertig gemacht. Der steht schon im Hintergrund. Und ja, Klaus ist jetzt gerade noch 9 Hektar bei einem anderen Betrieb am Säen. Ja, Freitagmorgen und Freitagmittag hatte zum Glück nicht ganz so viel geregnet. Freitagabend kam dann auf einmal ganz unerwartet eine Schauer rein von 4 mm. Von daher lief dann Samstag nicht ganz so viel. Halt nur mit der Kreiselecke die leichten Böden nochmal fertig machen. Aber die letzten Tage gab es jetzt eigentlich auch ganz gut Sonne. Das hat super funktioniert. Die schweren Böden sind leider immer noch zu nass. Da geht dann erst Richtung Wochenende. Weil für heute Nachmittag sind auch schon wieder Schauer und Gewitter gemeldet. Von daher wollen wir gucken, dass wir die 6,5 Hektar hier jetzt schnell genug fertig kriegen. Ja, kommen wir jetzt mal eben kurz zum Saatbeet, wie das nach einer Bearbeitung mit dem Kompaktor aussieht. Wir stehen hier jetzt gerade auf ungefähr 3,1 Hektar. Und das Land hier haben wir gestern fertig gemacht. Ja, hier war vorher Winterfurche. Und wir sind im Stück selbst, sind wir einmal drüber gefahren mit dem Kompaktor. Am Vorgewände oder auch an nasseren Stellen mussten wir dann aber zweimal drüber, damit die Klumpen noch mal einmal klein gemacht werden. Weil die Klumpen da ein bisschen zu groß waren. Ja, so sieht das Ganze hier aus. Das ist hier eher schwererer Boden, aber der ist schön fein und das sieht super aus. Perfektes Saatbeet für den Mais. Ja, den Kompaktor, den habe ich soeben abgehangen. Wir haben jetzt die Kreiselecke dran, weil wir vielleicht nachher nochmal das eine Feld da fertig machen wollen. Müssen wir dann mal gucken, je nachdem wie schnell wir mit dem Säen sind. Ja, der Trecker mit der Kreiselecke steht hier vorne. Wieder unser 190er. Hier ist die Kreislegge, das ist eine Zirkon 300 und wenn man die Kreislegge anhängen möchte, dann fängt man unten an, hört oben auf. Wenn man sie dann wieder abhängen möchte, fängt man beim Oberlenker an und hört beim Unterlenker auf. Wobei man hier jetzt auch mit der Zapfwelle aufpassen muss, wenn wir auf dem Feld sind, heben wir die Kreislegge nicht zu 100% an, damit die Zapfwelle nicht so die ganze Zeit hin und her muss, sondern heben die dann nur bis zu einem gewissen Punkt an, sodass die Zapfwelle ein bisschen geschont wird. Ja, das ist soweit der jetzige Stand. Ich denke mal, wir sehen uns gleich auf der Maissäemaschine. Bis gleich! Wir haben heute Sonntag und ja, Montag lief nicht alles so ganz nach Plan. Eigentlich wollte ich ja auf die Sämaschine und dann auch selber eine Runde drehen, aber das hat nicht so ganz funktioniert. Ich habe dann nur noch Drohne geflogen, bin dann mit Papa zu dem einen nassen Stück, was da hinten auf den leichten Böden nicht ganz funktioniert hat die Tage. Und haben wir da mit der Kreissäge das fertig gemacht und haben dann hier umgehangen, haben den Karat angehangen und sind dann noch zu einem anderen Feld gefahren und haben das aufgezogen. Da mussten wir aber wieder abbrechen, da eine Schauer dazwischen kam und Dienstag wurde dann dadurch erstmal nicht geackert. Weiter ging
ging es dann am Mittwoch auf etwas schwereren Böden. Die haben wir dann erstmal nur mit dem Grubber aufgezogen. Das waren so um die 14 Hektar. Ja, die Flächen, die wir dann mit dem Grubber aufgezogen haben, die wurden dann gekreiselt. Das Ganze wurde dann noch bis in den Abend rein gesät, weil wir Angst hatten, dass es von Donnerstag auf Freitagnacht Regen gibt. Ja, und das soweit jetzt erstmal der Stand. Wir haben heute ja, wie gesagt, Donnerstag. Soeben kam eine große Schauer innerhalb von 30 Minuten, 47 mm. Manche von euch haben vielleicht auch schon die Instagram-Story gesehen. Da seid ihr dann immer schön aktuell. Also schaut auch gerne mal bei Instagram vorbei. Ja, wir fahren jetzt gleich erstmal mit dem Teleskoplader nach hinten zu den Hallen, weil wir müssen noch ein bisschen Wasser aus den Hallen rausschieben. Ja, hier vorne steht der Teleskoplader. Vorne mit dem Besen dran, mit dem werden wir dann jetzt gleich erstmal das Wasser wegschieben ein bisschen. Ja, es waren ja 47 mm innerhalb von 30 Minuten. Das heißt, der blanke Wasserstand auf dem Hof, die Kanäle waren voll. Die waren zwar alle sauber, aber voll. Ja, jetzt fahren wir erstmal nach da hinten, schauen uns an, wie das da hinten aussieht. Bis gleich. So, wir sind jetzt hier hinten angekommen. Ich laufe mal eben kurz in die Halle hier rein. Hier vorne könnt ihr das sehen. Das Wasser war wirklich bis nach da hinten. Und hier... die untere Schicht, die ist wirklich komplett nass. Das obere hier, das ist trocken geblieben. Da müssen wir, wie gesagt, nochmal gucken. Wir wissen noch nicht genau, wie wir dann da vorgehen, was wir dann da machen. Ich fahre jetzt gleich rückwärts in die Halle rein und drücke das ganze Wasser dann nochmal ein bisschen nach vorne. Das Problem ist, dass hier vorne auch noch sehr viel Wasser steht. Extra Gummistiefel hier angezogen. Und hier ist schon ordentlich was. Hier kann man die Ausmaße nochmal so ein bisschen erkennen, wie viel Wasser da wirklich runtergekommen ist. Ja, hier vorne neben dem Hof haben wir auch Mais gesät. Und den kann ich euch jetzt mal eben kurz, wo so viel geregnet hat, zeigen. So sieht das zurzeit aus. Da hinten seht ihr noch Großteile vom Wasser. Und wenn hier jetzt auf die Maisflächen Sonne drauf scheint, dann ist die obere Schicht der Erde wie Beton. Also die, da bildet sich so eine richtige Kruste und die wird richtig fest. Da kommt der Mais dann nicht mehr durch. Das war's soweit erstmal von heute. Und ja. Bis dann erstmal. Hallo Leute, wir haben heute Freitag und ich sitze mal wieder auf dem John Deere 6091R. Doch heute kein Grubber hinten dran, heute haben wir den Wender hinten dran. Wir sind jetzt gerade auf den Wiesen unterwegs. Ja, da war jetzt ein ordentlicher Zeitsprung drin. Wir hatten ja jetzt größere Mengen an Regen. Dadurch konnten wir jetzt bisher erstmal nicht auf die Felder. Auf den Wiesen ging auch noch nicht wirklich was. Aber jetzt wird so langsam endlich wärmer. Für Sonntag und Montag sind Temperaturen um die 26, 27 Grad gemeldet. Mal gucken. Und ja, so langsam fängt alles an aufzutrocknen. Und so wie es aussieht, werden wir dann morgen früh schon ein Stück mit dem Grubber wieder aufziehen. Wir haben den Großteil an Mais jetzt drin, uns fehlen jetzt nur noch 7 Hektar. Das sind alles kleine und nasse Ecken. Da haben wir noch ein bisschen Zeit. Da steht auf manchen Flächen dann halt teilweise auch noch das blanke Wasser. Von daher müssen wir da halt echt auch einfach nochmal warten. Wir sind hier jetzt gerade auf der dritten Wiese. Wir haben da hinten schon eine kleine fertig. Hier ist jetzt noch eine lange. Und die kleine hier vorne haben wir jetzt auch fertig. Da hinten ist Tobias jetzt am Gras schneiden. Da fahren wir gleich noch hin. Und ja, so wie es aussieht, wird dann heute Mittag hier geschwadet. Und je nachdem, entweder wird das Ganze dann heute Abend schon mit dem Ladewagen weggefahren oder erst morgen früh. So, so sieht der Wender hier jetzt aus. Könntet hier vorne sehen, hier die einzelnen Zinken. Ja, wir haben jetzt hier vorne nur noch so einen kleinen Streifen. Aber so sieht das Ganze vorher aus. Und so sieht das Ganze nachher aus. Wenn man den Wender einstellt, muss man immer darauf achten, dass die Zinken hier nicht in den Boden gehen, aber trotzdem hier komplett das Gras mitnehmen. Wenn man das Ganze einstellen möchte, kann man hier ein bisschen mit dem Unterlenker und dem Oberlenker spielen. Dann kann man verändern, wie hoch und wie tief dann letzten Endes die Zinken auch gehen. Ja, wir sind hier mittlerweile auf der letzten Wiese dran, haben jetzt auch schon 16:45, also schon wieder ein paar Stunden um. Ihr könntet vielleicht so ein bisschen sehen, wir fahren jetzt hier zum zweiten Mal drüber.
drehen das Ganze noch mal einmal, damit es noch mal ein bisschen besser auftrocknet. Und dann wird hier gleich geschwadet. Ich werde dann gleich abgeholt. Ich denke mal, dass ich mich dann noch mal auf den Weg zum Schwader mache. Oder dann vielleicht mal Richtung Silo oder was gucken. Ja, das war es dann soweit erstmal von Wendern. Bis später. Hallo Leute, wir haben heute Freitag. Und ja, das Silo ist mittlerweile fertig zugedeckt. Und ich laufe jetzt gerade hier vorne auf unserem Mais. Vielleicht haben es einige schon erkannt. Hier wurde mit einer Rotary Hoe gearbeitet, auch bekannt als Rollhacke. Hier vorne können das nochmal gut sehen. Hier, was auch auffällt, hier ist eine Spur und hier ist eine Spur. Der Trecker hatte eine 1,50 Spur, damit die Pflanzen halt nicht so kaputt gefahren werden. Die Rotary Hoe, die war 6 Meter breit. Ja, warum haben wir das hier überhaupt gemacht? Nach dem ganzen Regen wollten wir den Boden einfach nochmal ein bisschen lockern. Der Mais ist zwar schon draußen, aber das schadet trotzdem nicht, wenn man hier nochmal einmal mit der Rollhacke durchgeht. Zudem dient das Ganze auch nochmal ein bisschen zur Unkrautbekämpfung. Ja, wenn wir hier so ein bisschen drüber gucken, kann man hier schon relativ viele Unkräuter sehen. Die Unkräuter sind zwar jetzt noch relativ klein, aber die werden ja ganz schnell groß. Und ja, dadurch, dass hier kein Mais-Bodengemisch steht, werden wir hier noch eine Herbizidmaßnahme vornehmen gegen Unkräuter. Ihr habt ja gerade gesehen, dass hier teilweise echt noch relativ viele Unkräuter stehen. Ja, auf unseren 10 Hektar Mais-Bodengemisch können wir keine Herbizidmaßnahme machen, weil die Bohnen schon ausgekommen sind, weil die Herbizidmaßnahme die Bohnen nämlich kaputt machen würde. Und da wird dann jetzt einmal mit der Rollhacke gearbeitet, damit der Boden gelockert wird. Und dann wird dort die Tage nochmal einmal mit dem Striegel und mit einer Hacke gearbeitet, damit man dann das Unkraut wegkriegt. Das Problem dieses Jahr ist, dass es halt sehr feucht ist und wenn man dann das Unkraut rausreißt und halt noch ein bisschen mehr nasse Erde an der Wurzel klebt, dann kann das Unkraut halt viel schneller wieder anwachsen, als wenn es halt trocken ist und dann halt nicht direkt wieder den Bodenschluss hat. Ja, ich fahre mit euch jetzt noch mal eben kurz nach hinten zu den anderen 5 Hektar Mais-Bodengemisch, zeige euch da noch mal eben kurz die Bohnen, zeige euch mal eben kurz, wie das da aussieht und ja, bis gleich. Ja, wo ich jetzt gerade hier so am Karat vorbeilaufe, fällt mir noch ein, dass unter dem letzten Vlog noch die Frage gestellt wurde, welche Schare wir denn auf unserem Karat drauf haben. Ich blende euch hier nochmal eben kurz einmal eine Übersicht ein von den verschiedenen Scharen. Es gibt ja mittlerweile auch die Möglichkeit, die Schare zu tauschen. Wir haben uns für die entschieden, weil wir den Karat hauptsächlich zur tiefen Lockerung brauchen. Und wenn wir dann die organische Masse vom Maisstroh zum Beispiel ein bisschen besser verteilen wollen, dann fahren wir einfach ein bisschen schneller, dann wird das Ganze auch verteilt. Sind so unsere Erfahrungen. Schreibt da auch gerne eure Erfahrungen in die Kommentare. So, und jetzt wirklich zum Mais-Bodengemisch. Ja, hier sind wir jetzt bei dem Mais-Bodengemisch angekommen. Hier kann man zwischendrin immer wieder die Bohnen sehen, genauso wie es soll. Ja, hier wird die Tage auch gestriegelt und dann gehackt. Morgen früh wird dann erst noch das eine Feld mit der Kreissäge fertig gemacht. Dann wird umgehangen und der Wender wird angehangen. Wir fangen nämlich dieses Wochenende mit dem ersten Schnitt an. Die Milchtankstelle, also der Nachbarbetrieb, hat das Ganze ja einsiliert. Wir werden daraus aber Heu machen. Aber dazu erzähle ich euch mehr in Vlog 6. Genau wie zum Kompaktor. Den wollte ich euch eigentlich im Vlog 5 hier vorstellen und nochmal genau zeigen. Dazu bin ich jetzt die letzten Tage aber nicht gekommen. Das werden wir dann im nächsten Vlog auch nochmal alles nachholen. Und ja, das ist so der Plan für die nächsten Tage und Wochen. Nehme ich euch auf jeden Fall mit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Über Kommentare freue ich mich natürlich auch immer. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und ja, ciao.